Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Pharao A New Era. Das Ganze hier ist eine Neuauflage des klassischen Aufbaustrategiespiels Pharao, ich glaube aus dem Jahr 1999, also mittlerweile 24 Jahre alt. Jetzt haben sie das Ganze natürlich ein wenig aufgehübscht und es gibt auch ein paar neue Funktionen, die hier hinzugefügt wurden und deswegen möchte ich euch das Ganze zeigen. Ich habe schon dazu einen Livestream gemacht und ich bin auch aktuell am Überlegen, ob ich mir einen extra YouTube-Kanal, schaffe, wo nur Livestreams von Twitch hochgeladen werden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas, ja, anschauen würdet und sowas gut fändet. In diesem Video möchte ich euch einen Eindruck von Pharao verschaffen und da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nicht am Anfang der Kampagne starten, die ich eben im Livestream schon gestartet habe, sondern wir machen einfach dort weiter. Keine Sorge, es sind bis jetzt nicht sehr viele Missionen gespielt worden. Es waren, glaube ich, bisher vier Missionen, die wir hatten. Und wir machen jetzt mit einer weiteren Mission weiter, dass ihr so einen schönen Eindruck bekommen könnt. Während der frühdynastischen Zeit schließen sich die Dörfer, die während der prädynastischen Zeit gegründet wurden, nach und nach zum großen Königreich Ägypten zusammen. Die junge Zivilisation gründet eine Hauptstadt, befestigt ihre Grenzen, erobert die Gewässer und errichtet die ersten monumentalen Gräber. Men Nefer. Okay, unsere Siegbedingung hier, 1500 Bevölkerung und ein geräumiges Wohnhaus, ein Level 10 Gebäude. Und wir brauchen scheinbar mittlerweile auch schon eine Kulturwertung, eine Wohlstandswertung, Monumentwertung und Königreichswertung. Also wir müssen hier einiges erledigen. Und ja, das Ganze ist einfach ein klassisches Aufbauspiel. Sehr viel hängt von der Flut ab, die vom Nil kommt, wenn man Landwirtschaft betreibt. Es gibt ein extra Laufsystem, was hier integriert ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude habe, wo man Arbeiter braucht, dann wird jemand losgeschickt, der diese Arbeiter sucht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wasserträger habe, sieht es auch anders aus. Nach langem Kampf hat König Aha sein Ziel erreicht und die beiden Königreiche Unter- und Oberägypten vereinigt. Nun hat er sich zum Pharao über ganz Ägypten ernannt. Als Zeichen seiner absoluten Souveränität und zur Festigung der ersten ägyptischen Dynastie hat Aha die Gründung einer imposanten Hauptstadt bei Men-Nefer. Von hier aus will er seine aufstrebende Nation regieren. Da ihre Familie dem Land bereits seit vielen Generationen treue Dienste leistet, hat der Pharao sie als Architekten dieser herrlichen Stadt auserkoren. Da die Hauptstadt das Symbol des Königreichs selbst ist, sollen die Bürger hier einen nie gekannten Lebensstandard genießen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie im Laufe der Zeit Handelsbeziehungen mit anderen Städten des Reichs aufnehmen und zumindest einem Teil der Bevölkerung bessere Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Darüber hinaus müssen sie eine geweihte Masterbar für die Adligen der Stadt errichten. Okay, wir haben also einiges zu tun bei dieser Mission. Das ist schon eine größere, wichtigere Mission. Hier wird uns auch nochmal einiges erklärt. Beginnen Sie mit der Planung von Wohn- und Industriegebieten. Inzwischen wissen Sie, was die Menschen zusätzlich zu den Grundbedürfnissen nach Nahrung und Wasser benötigen. Sie müssen einige Häuser mit Töpferwaren, Bier, Unterhaltung und Zugang zu religiösen Dienstleistungen ausstatten, bevor Sie über höhere Bildung und Handel nachdenken können. Da Sie in diesem Tutorial gelernt haben, wie Drillplätze funktionieren, können Sie nun in den Optionen zum globalen Arbeiterpool wechseln. Dadurch erhält jedes Gebäude, das mit einer Straße verbunden ist, automatisch Zugang zu den Arbeitern. Das ist zwar eine große Neuerung im Vergleich zum ursprünglichen Pharao, doch diese Option macht das Spiel zugänglicher und sorgt für mehr Spaß. Genau, das war am Anfang so ein bisschen tatsächlich eine Schwierigkeit. Das ist im alten Pharao eben standardmäßig so, dass, wenn man Arbeiter braucht, dass die in der Nähe halt gefunden werden müssen. Man kann aber auch einfach einen globalen Arbeiterpool nutzen. Und ich glaube, vor allem für langfristige Missionen ist das gar nicht so schlecht, wenn wir das grundsätzlich machen. Was ich auch nochmal machen werde, ist die Voice hier auf 100% zu stellen und wir werden jetzt hier mal die Arbeitskräfte tatsächlich auf global stellen. Den Kopierer, Rekrutierer, falls ihr den Rekrutierer in der weiteren Mission doch nochmal sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, ich finde es jetzt aber so gar nicht so schlecht. So, das ist hier unsere Karte, hier soll jetzt eine große Hauptstadt mitten in der Wüste entstehen. Ich weiß nicht, wie sich unser Pharao das vorgestellt hat. Wir haben leider gar kein Gold. Das wird uns natürlich geldtechnisch Probleme verschaffen. Wir haben hier unten, oh, hier rechts haben wir relativ, oh, das ist gut, okay, hier rechts, die Karte ist doch relativ riesig. Hier rechts haben wir wichtiges Schwemmland. Dort können wir Nahrung anbauen. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Ich würde schon die Stadt hier rechts gerne bauen wollen. Das bedeutet, wir werden
ja, hier eine Straße erstmal langziehen, dass die Leute dann da kommen können. So, machen wir das doch mal. Das kostet natürlich alles Geld. So. Okay, wunderbar. Und dann machen wir mal irgendwie so ein bisschen den Wohnbereich, vielleicht hier in dieser Gegend. Ich glaube, dass das nicht so schlecht wäre. Hier so rein. Wir sind sozusagen jetzt der Architekt. Und ich könnte schon mal den Platz planen, wo. Das machen wir mal so. Einen religiösen Platz. Schauen wir mal ganz kurz. Der Festplatz. Perfekt. Dann hätte ich den schon mal nämlich. Hier noch ein paar weitere Häuser dann. Perfekt. Straßen hin. Okay. Gut. Das heißt, jetzt werden hier erstmal die ersten Häuser eingeplant, bitte. Die kann ich auch so lang ziehen. Das ist, ja, relativ schön eigentlich so. Und ich überlege gerade, wir könnten jetzt hier nochmal Platz lassen. Das Ganze so machen. Das verbinden wir natürlich auch nochmal mit einer Straße. Ah, nein, das war jetzt ein Fehler. Kleinen Moment. Das wollte ich gar nicht mit einer Straße so verbinden, weil wir wollen hier notfalls noch Gärten reinbauen. Da wird sozusagen gleich ein bisschen Platz gelassen. So, jetzt brauchen wir aber natürlich erstmal ein paar grundlegende Sachen. Hier rechts haben wir die Bausektoren, Dienstleistungen. Man könnte am Anfang erstmal Ziehbrunnen bauen, aber ich bin gleich der Fan, eine Zisterne zu bauen. Das geht eben nicht auf dem Wüstengebiet, sondern das geht nur hier bei so grünem Grasland. Und wir bauen jetzt hier gleich mal zwei davon. Ich lasse jetzt auch schon mal die Zeit laufen, dass die ersten Leute hier auch einziehen können. Gut, das heißt, jetzt geht es noch um das Thema Nahrung. Das brauchen wir am Anfang natürlich. Dahingehend werde ich jetzt mal vielleicht hier ein paar Arbeiterlager bauen. So, man darf nicht zu viele Abzweigungen machen. Das ist in dem Spiel sehr wichtig. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, Arbeiterlager. Planen wir mal hier. Klar, da werden noch Arbeitskräfte benötigt. Die werden jetzt hier alle kommen. Das ist natürlich erstmal noch ein weiter Weg. So, hier kommen jetzt die neuen Einwanderer unserer Hauptstadt. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Kichererbsenfarm. Oh, das ist auch nochmal was anderes. Produziert Kichererbsen. Ernte im April, wenn auf einer Wiese errichtet. Und Gerstenfarmen. Dadurch können wir dann wieder Bier produzieren. Also die Kichererbsen, das geht eben auch nur auf diesem Schwemmlandgebiet. Und da ist jetzt immer so ein bisschen auch die Frage, und da müssen wir immer ein bisschen schauen, wo kann ich überall Straßen bauen? Das ist nämlich tatsächlich gar nicht mal so einfach. So. Kichererbsen. Könnten wir jetzt zum Beispiel hier hinsetzen. Hier dann schon nicht mehr. Ich überlege gerade, wie wir das am schlauesten machen. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, was das Gold betrifft. So ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich werde es mal hier so ein bisschen lang ziehen. So. Wichtig ist natürlich jetzt wirklich erstmal die Kichererbsenproduktion aus meiner Sicht. Deswegen bauen wir da gleich mal einiges auf. So. Okay, sehr schön. Gut, lassen wir die Leute jetzt mal alle einziehen. Die Produktion läuft sehr solide. Ich glaube, ich mache die Musik noch mal ein kleines bisschen leiser. So, ich glaube, so sollte es jetzt hoffentlich angenehm sein. Jetzt, das ist eigentlich echt wirklich ein schönes Spiel. Mir gefällt das sehr, muss ich sagen. Jetzt werden wir Silos errichten. Die sind relativ groß. Die sollen die Nahrung beinhalten. Die könnten wir mal so ein bisschen hier errichten. So. Gleich mal. Und dann noch einen Basar natürlich. Ich überlege gerade. Zwei Basare machen wir mal. Perfekt. Gut. Silo steht. Wir brauchen dann auf jeden Fall auch noch ein Warenlager.
Was ich überlege. Wir könnten mal hier die Straße ein bisschen verkleinern. Was ich überlege, ist, dass wir noch mehr Silos auch bauen werden, weil das geht jetzt alles natürlich um das Thema der Ernte auch. So. Jetzt machen wir mal, jetzt haben wir mal zwei Warenlager fürs Erste. Und wir machen mal noch auch hier noch ein Silo dazu. Wobei, vielleicht lieber etwas weiter hier unten die Silos noch hin. Ja, ich glaube, so ist nicht schlecht. So, damit sollten wir erstmal genügend Silos fürs Erste gebaut haben, dass das hier alles hinproduziert, hingeschickt werden kann. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen um unsere Bevölkerung kümmern. Schauen, dass die alle aufsteigen. Dementsprechend brauchen wir noch einiges an hier Dienstleistungen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Arztpraxis, das steht fest. Die bauen wir mal hier hin. Dann brauchen wir eine Feuerwache. Bauen wir mal hier oben eine hin, aber auch noch hier irgendwo in dem Bereich. Genauso wie eine Architektenstube hier Sinn macht. So. Ach so. Bevor ich es jetzt nämlich vergesse, müssen wir mit Sperren arbeiten. Für die Wasserträger. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher mit den Sperren, aber wir machen jetzt mal hier eine rein. Dass der Wasserträger jetzt erstmal nur in diesem Gebiet hier rumläuft. Das wäre mal mein Ziel. 91 zusätzliche Arbeiter benötigt. Also aktuell haben wir zu wenig Arbeiter. Das heißt, ein paar Häuser könnten wir hier mal noch hochziehen, noch planen. Machen wir mal hier noch ein paar hin. Und vielleicht hier die Straße noch ein bisschen hoch. Und dann hier noch ein paar Häuser hin. So. Das sollte in der Hinsicht erstmal reichen. Die können dann alles verteilen. Dann brauchen wir natürlich relativ schnell auch noch. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Götter hier angebetet werden tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das irgendwo angezeigt wird. Das kann gefährlich sein, wenn man da nicht die Gunst der Götter hat, tatsächlich. Bastet. Machen wir mal hier einen Tempel der Bastet. Und dann vielleicht noch hier einen Tempel von Osiris und Ptah. Kommt mal hier unten noch hin. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, bekommt der Bazar, was er braucht? Ja, wir haben schon Kichererbsen. Ist aber ein bisschen wenig gelagert. Dementsprechend würde ich gerne die Kichererbsenproduktion noch ein bisschen stärken wollen. Und auf Gerste müssen wir dann auch nochmal setzen. Da habe ich mir fast gedacht, dass wir da nicht rüberkommen. Das ist jetzt wieder ein bisschen knifflig. Hier so hoch. Da braucht man immer wirklich gerade Stücke. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. 45 zusätzliche Arbeitskräfte. Gut, aber wir arbeiten daran, dass die jetzt auch noch insgesamt versorgt werden. Weil man muss hier wirklich darauf achten, dass man keine Arbeitslosigkeit hat. Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Deswegen baue ich jetzt erstmal nicht zu viele Häuser. Das kann nämlich schnell nach hinten losgehen, liebe Zuschauer. So, noch ein paar Schreine vielleicht reinverteilt. Da noch ein Schrein. Hier noch ein Schrein. So. Dann habe ich da schon mal ein gutes Gefühl. Die Lometervorhersage. Hervorragende Überschwemmung. Das möchte ich hören. Dann planen wir jetzt schon mal hier auch noch die Gerste. Würde ich vorschlagen. Warte mal.
Ah, warte mal, wie ist denn jetzt der Wasserträger da hochgekommen? Ich habe doch extra eine Sperre reingemacht. Wie kommt denn jetzt der Wasserträger an der Sperre vorbei? War der da schon aus Versehen vorbei und jetzt kommt er nicht mehr zurück? Das müssen wir mal gleich nochmal beobachten. Nee, oder war das jemand von der Feuerwache? Der auch so rumläuft? Ach, das ist, glaube ich, nur der von der Feuerwache. Mein Fehler, natürlich. Okay, kommen wir zurück. Zur Gerstenproduktion. Die bauen wir mal hier so ein bisschen auf. So, das sollte reichen fürs Erste, hoffe ich mal. Und aus der Gerste werden wir dann hier das Thema der Brauereien nutzen. Um das hier mit zu produzieren. Genau, ja, Arbeitskräfte werden benötigt. Vielleicht noch ein paar Häuser, aber wie gesagt, man darf es nicht zu übertreiben. Hier unten könnten noch ein paar schöne hinpassen. So. Muss schön vorsichtig sein mit den Häusern. Weil je höher die hier aufsteigen, diese Häuser, desto mehr Platz haben die dann auch für Sachen. Das ist wichtig zu wissen. So, bekommt der Bazar, was er braucht? Keine Kichererbsen. Der hat auch gerade keine, aber wir haben auch keine Kichererbsen auf Lager. Doch, hier sind doch eigentlich theoretisch noch Kichererbsen auf Lager. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie die nicht abholen können wegen der Sperre. Das könnte natürlich jetzt gleich noch ein Problem sein. Muss ich die Sperre nochmal... Also das mit den Sperren habe ich leider einfach noch nicht raus, muss ich einfach mal so sagen. So, Tongruben. Da war das Verhältnis 3 Tongruben für 4 Töpfereien. Jetzt mache ich erstmal ein 2:3 Verhältnis. 2 Tongruben. Das geht nicht in der Wüste, das muss hier in der Nähe gebaut werden. So, 2 davon. Und dann 3 Töpfereien, bitte. 1, 2, 3. So. Genau, wir brauchen noch mehr Arbeitskräfte, das sollte aber kein Problem sein. Die kommen jetzt alle und 71 Arbeitskräfte werden gerade noch benötigt. Es gibt jetzt hier auch eine Altersstruktur, die ist neu in dem Spiel. Und wir können uns jetzt mal kurz anschauen. Unser Wasserlevel hier ist gut erfüllt. Uns fehlt noch völlig die Unterhaltung. Die Bildung fehlt uns noch. Gesundheit. Oh, Gesundheit scheint nicht so gut zu funktionieren tatsächlich. Gesundheit. Dienstleistungssektor. Und uns fehlt auch noch eine Polizeistation, fällt mir gerade auf. Die packe ich auch mal hier rein. Und ich brauche dann den Dorfpalast auf jeden Fall. Um Geld zu verdienen. Den packe ich mal hier rein. Und ich mache eine Sperre. Tja, weiß ich gar nicht mit der Sperre, wie ich da am besten arbeiten soll jetzt. Machen wir mal hier eine Sperre rein. Mal schauen, ob das funktioniert. So. Aber wir wollten ja eigentlich gucken, wegen dem Thema Arzt, Gesundheitsversorgung. Aber warte mal, gerade hatten wir es, jetzt habe ich sie wieder weggemacht, gerade hatten wir es noch gut sehen können. Dass es doch hier oben funktioniert, weil der Arzt ist ja eigentlich da, aber hier unten brauchen wir auf jeden Fall noch eine Gesundheitsversorgung. Der braucht so ein bisschen, bis er wieder alles abläuft. Dann werde ich jetzt hier noch einen Arzt reinpacken. Und Apotheke brauchen wir auf jeden Fall auch relativ dringlich. Hier oben... Und hier unten, denke ich, 2 Apotheken sollten passen. So, und ich würde gerne schauen wegen dem Thema Steuern. Vorher vielleicht noch... Ist hier irgendwo Platz für das Konservatorium? Nicht das Konservatorium. Das ist ein Musikpavillon. Passt der hier irgendwo rein? Das ist immer das Blöde. Ich habe immer kein Eck frei für diese Art der Unterhaltung. Weil dafür braucht man irgendwie... Schon so ein Straßeneck, aber ein bisschen mehr Platz dafür. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Vielleicht so ungefähr. Schauen wir mal schnell. Irgendwie müsste das doch funktionieren. Ich krieg das noch nicht so raus. Musikpavillon. Warte mal, vielleicht einfach noch ein bisschen größer. Ich mache das jetzt so ein bisschen gefühlsmäßig. Ich dachte, dass das hier hätte so
funktionieren müssen, dass das... Aber warte mal, ich glaube, ich habe noch mal eine Idee, wie das funktionieren kann mit der Unterhaltung. Und zwar noch eins weiter. Dass es hier ins Eck passen könnte vielleicht. Nee. Okay, dann bin ich ein bisschen... Dann bin ich mir nicht mehr sicher. Weil eine Kreuzung war es, glaube ich, auch nicht, die da wichtig ist. Ich glaube nicht, dass da eine Kreuzung relevant ist. Warte mal, jetzt geht's auf einmal hier. Okay. Dann wird es jetzt hier noch ein Konservatorium bitte geben. Das würde ich gerne ein bisschen weiter wegbauen. So. Wie sieht's aus mit den Arbeitskräften? Na, die Anzeige spinnt noch ein bisschen. Hier das her. 63 zusätzliche Arbeitskräfte, okay. Also wir könnten noch ein paar Häuser benötigen. Aber die Grundlage haben wir jetzt geschaffen. Ich glaube, Religion läuft hier unten noch nicht so gut. Da muss der mal wieder ein bisschen rumlaufen. So, Thema Steuern ist jetzt sehr wichtig. Deswegen kümmere ich mich da jetzt mal drum, weil wir haben schon wieder kein Geld mehr. Steuern. Wo ging denn das mit den Steuern? Da muss ich selbst nochmal gucken. Verschönerungen, Unterhaltung, Monumente, Produktion. Da habe ich jetzt schon auch alles gebaut. Hier war das Thema. Steuereintreiberbüros, genau. Und der persönliche Wohnsitz. Okay. Erfordert einen funktionierenden Palast, den haben wir. So, jetzt bauen wir ein paar Steuereintreiberbüros mal. Einen hier hin. Einen hier oben hin. Und wieso nicht, bauen wir auch noch einen hier hin. So. Genau. Hier unten noch ein paar Häuser dazu. Okay. Und hier oben können wir noch für ein bisschen zusätzliche Unterhaltung sorgen. Mit so einem, mit einer Bühne. Was, die passt da auch nicht hin? Doch, hier. Perfekt. Und für die Bühne brauchen wir noch eine Jonglierschule irgendwo. Die kann ich jetzt so ein bisschen mit hier außerhalb bauen. Perfekt, dann haben wir jetzt auch für das Thema Unterhaltung gesorgt. Verschönerungen kommen dann noch. So, Nahrung haben die Leute. Also scheinbar wird die Nahrung wird sich drum gekümmert. Obwohl ich sozusagen hier das gesetzt habe, holen die sich ihre Nahrung ab. Wir haben hier mittlerweile auch Gerste gesammelt. Bier haben wir auch schon. Mit den Töpferwaren dauert es scheinbar noch ein bisschen, aber daran wird sicherlich auch gearbeitet. Genau, schaut mal hier. Das diese ist die... Waren sind eine willkommene Erweiterung des Angebots auf diesem Bazar. Genau, das ist die Bazarverkäuferin. Also die holt sich ihre Sachen. Aber der Wasserträger, der läuft eben nicht über die Sperre. Das heißt, dann könnte ich ja eigentlich die Straßen hier dann doch auch noch miteinander verbinden. Osiris belohnt, die ihm Verehrung entgegenbringen. Die nächste Überschwemmung wird sehr viel besser ausfallen. Sehr gut. Auch Bastet. Diese Stadt Bastet so inniglich verehrt, segnet die Göttin ihre Häuser und den Bazar mit einem Überfluss an Nahrungsmitteln. Ptah erwählt ein Warenlager, dessen Kapazität noch nicht voll ausgeschöpft ist und erhöht die darin vorhandenen Mengen an Edelsteinen, Ton, Flachs, Leinen und Schmuck. Ist doch schön. Ist doch sehr schön. So. Jetzt machen wir noch eine Sperre hier mit rein. Aber jetzt haben wir hier sozusagen doppelte... Oh, schaut mal, wie viele Töpferwaren wir jetzt haben. Okay, das bedeutet, wir brauchen dringendst noch neue Warenlager. Ich überlege nur gerade, wie nah wir die Warenlager... Ich würde sie fast sogar hier oben mal noch eins mit hinpacken. Und wir brauchen echt noch mehr Nahrung. Das ist so... Zu wenig Kichererbsenfarmen für meinen Geschmack. Aber die Frage ist halt auch... Kann ich hier... Doch, das müsste funktionieren. Ja, perfekt. Da können wir noch zwei Stück hinbauen. Perfekt, dann machen wir das doch noch so. Und noch eine Kichererbsenfarm. Und dann kommt hier oben noch ein bisschen Kichererbsenfarm dazu. Also wenn ich dann jetzt mal nicht genügend Felder habe, um meine Leute zu ernähren, dann weiß ich auch nicht.
Wir haben jetzt hier schon bescheidene Wohnhäuser. Unser Ziel ist ja ein geräumiges Wohnhaus. Wie sieht es jetzt mit der Arbeitslosigkeit aus? Es werden immer noch Arbeiter benötigt. Ich kann mir das auch übrigens hier über die Aufseher anschauen. Also Arbeitskraft. Uns fehlen 67 Arbeiter. Das ist, wie gesagt, lieber, ich habe lieber zu wenig als Arbeitslosigkeit. Das hat mir schon immer große Probleme bereitet. So, die Götter sind alle zufrieden. Wie sieht die Bilanz aus? Wir bekommen Einnahmen von 665. Wir haben aber Ausgaben von 819. Das heißt, wir werden mal ein bisschen den Steuersatz erhöhen. Jetzt müssten wir knapp Geld verdienen. Das ist schon mal gut. So, wir können uns jetzt vielleicht... Naja, Verschönerungen werden jetzt nochmal Geld kosten. Es gibt doch auch hier so eine Gesamtübersicht. Attraktivität. Die ist logischerweise da oben nicht mehr so toll. Das ist mir bekannt. So, Religion. Die kommt da unten irgendwie nicht an, die Religion. Sehr kurios. Malaria-Risiko ist da unten ein bisschen erhöht. Das geht. Krankheitsrisiko haben wir im Griff. Sicherheit läuft. Architekten ist hier unten in den Tempeln nicht so toll. Brandrisiko könnte hier oben etwas stabiler noch aussehen, aber der Rest passt. Ja, kümmert er sich schon wieder drum. Okay. Siloaufseher. Wir produzieren und importieren genug Nahrung für etwa 3200 Personen. Wir produzieren mehr als wir essen. Perfekt. Das ist gut. Okay. Jetzt können wir mal noch gucken. Produktion haben wir gerade auch alles gebaut. Unterhaltung haben wir. Genau, Verschönerungen will ich mich gleich drum kümmern. Ich konnte aber, glaube ich, noch ein Gericht bauen. Was hat das Gericht uns nochmal gebracht? Verringert Kriminalität, beherbergt einen Teil der Staatskasse. Die Verehrung, die die Stadt Osiris dem Herrn der Nilflut entgegenbringt, wurde mit Wohlwollen registriert. Falls sie Osiris weiterhin auf diese Art verehren, wird die Überschwemmung im nächsten Jahr perfekt sein. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Einen Fährenhafen und eine Brücke, falls wir irgendwo hin wollen. Das ist jetzt aber hier noch nicht notwendig. Habe ich eine Apotheke eigentlich gebaut? Doch, genau, das war gegen Malaria. Die habe ich gebaut. Der persönliche Wohnsitz würde mir Geld bringen, aber uns fehlt leider auch ein bisschen Geld. Aber so ein Gericht, was Kriminalität verringert, das nutze ich auch mal noch. Schreibstube. Da fehlt mir noch was dafür. Das kann ich noch nicht bauen. Wahrscheinlich brauche ich jetzt erstmal das andere Haus noch. So, der... Bildung. Nun, da die Stadt ein wenig aufgebaut ist, ist es an der Zeit, manche Bürger eine Ausbildung zu ermöglichen. Schreibschulen können die Menschen nicht unterrichten, wenn es kein Papyrus gibt, auf dem sie schreiben können. Die Schreibsammelstellen versorgen die Papyrushersteller mit den nötigen Rohstoffen, die das Papyrus wird dann direkt an die Bildungseinrichtung der Stadt verteilt. Oh, das ist halt kompliziert. Okay. Wir brauchen Papyrus. Die Schilfsammelstelle... Okay, also eine Schilfsammelstelle, Papyrushersteller und dann wiederum Bildung. Sehr schön. Okay. Wie komme ich an Schilf? Ist das bei Produktion dabei? Brauerei, Töpferei, Papyruswerkstatt, Schilfsammelstelle. Perfekt. In die Sümpfe. Das scheint ja dann direkt... Ich weiß gar nicht, müssen die da... Also... Ist das bei den Sümpfen wirklich hier unten dann der Fall? Oder wie kann man sich das vorstellen? Würde Sinn machen, oder? Dass man es dort baut. Ich weiß es nicht, ob es notwendig ist, aber wir könnten es ja mal machen. Dann machen wir jetzt hier mal einen Straßenzugang. So. Dann machen wir mal eine Begrenzung rein. Dann brauche ich natürlich auch ein Warenlager. Warenlager etabliert. So, bei der Produktion waren wir. Die Papyruswerkstatt. Da darf ich nicht zu nah ranbauen. Warte mal, ich will noch einen dritten Schilfsammler machen. Vielleicht ist das jetzt auch zu viel an Sammlern. Papyruswerkstatt. So, machen wir mal so das Verhältnis. Matsch, Matsch, Matsch. Schilf wächst nur, wo es schön matschig ist. Okay, wir müssen wirklich da logischerweise beim Schilf das machen. Ausgezeichnet. So, das heißt, dann brauche ich jetzt noch das Thema der Bildung, Schreibstuben. Die sollte ich natürlich in der Nähe hier bauen.
Und wir haben kein Geld mehr. Wir bekommen aber nochmal 6000 Gold. Deswegen passt das. Und schaut mal, hier oben habe ich extra Platz gelassen, dass ich noch einen Platz für das Thema Bildung habe. Das könnten wir hier auch nochmal platzieren. Kleine Segnung von Bastet. Sie hat ein Fest ausgerechnet, ist doch schön. So, und was ich jetzt noch unbedingt bauen wollte, ist folgendes. Ein persönlicher Wohnsitz, der bringt mir nämlich Geld. Den baue ich jetzt einfach mal hier unten hin. Es werden immer noch ein bisschen mehr Arbeitskräfte benötigt, oder? Wartet mal, schauen wir mal den Aufseher an. Also, wir produzieren insgesamt für 3000, also scheinbar. Aber hier, 4 Silos enthalten Nahrungsmittel für 0 Monate. Das irritiert mich ein bisschen. Wir produzieren noch mehr, als wir essen eigentlich, dachte ich. Okay, uns fehlen wirklich Arbeitskräfte gerade. Das ist komisch, das hatte ich sonst so noch nicht. Aber ist ja gar kein Problem. Dementsprechend baue ich einfach noch ein paar weitere Häuser. Die Frage ist nur, wo baue ich die hin? Wo ist noch schön Platz für Häuser? Vielleicht mal hier so ein bisschen noch. Hä, wie habe ich denn die jetzt hier gebaut eigentlich? Ich baue jetzt einfach mal hier ein paar noch hin. So, hier noch ein paar Häuser rein. Dann, hier noch ein kleiner Wohnsitz dazu kommend. Das geht klar. Hier unten kann auch noch ein bisschen was rein. So. Dann machen wir noch ein paar Verschönerungen auf die Plätze hier. So, und wie schaut das aus? Unser persönlicher Wohnsitz. Segnung von Ptah. Werftenwebereien, Juweliere bekommen Vorräte. Gehalt für Dorfadlige. Das erhöhen wir mal ein bisschen. 3 von 4 Arbeitern. Ihr eigenes Zuhause. Ermöglicht es ihnen, ein Gehalt zu beziehen, muss auf einer Grasfläche errichtet werden. So, das heißt, hiermit habe ich jetzt im Tresor Geld. Wir sammeln jetzt hier ein eigenes Geldeinkommen. Das habe ich dann in den nächsten Missionen auch wieder zur Verfügung stehend. Was relativ spannend ist. Ich weiß nicht, ich darf es nicht zu hoch machen. Es muss immer so ein bisschen angemessen sein. Ich finde es nur schwierig einzuschätzen. So, die Überschwemmungen werden perfekt sein. Ah, königlicher Schreiber ist, glaube ich, in Ordnung. So, und es kommen hier neue Leute, die jetzt hier einziehen. Das heißt, wir müssten noch jetzt gleich... Unser Hauptziel ist ja sowieso 1500 Einwohner, also wir müssen eh noch ein bisschen wachsen. Aber da arbeiten wir daran. Luxuswaren haben wir keine. Ausgezeichnete Besonderheit. Das sieht, hört sich eigentlich alles gut an. Die Leute haben, was sie brauchen. Ich glaube, es funktioniert alles gut. Das heißt, wir könnten jetzt noch... Ich wollte nochmal in die Finanzen schauen. Aber wir verdienen nur knapp mehr, als wir ausgeben. Weil unser Lohn auch recht hoch ist. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Steuersammler Sinn machen oder nicht. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich werde mal hier noch eine Zisterne einrichten. Handel einführen. Ah, nun da es Ihnen gelungen ist, einen Teil Ihrer Bevölkerung Bildung zu ermöglichen, möchten Sie vielleicht zusätzliche Einnahmen erzielen. Ja, bitte. Indem Sie überschüssiges Papyrus an benachbarte Städte verkaufen. Außerdem müssen Sie Ziegel aus Pervaduit importieren, um die heilige Mastabar Grabkammer zu bauen. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf das Symbol der Weltkarte, um zu sehen, welche anderen Städte es der bekannten Welt gibt, um den Handel zu beginnen. Okay. So, jetzt einen Moment. Ich wollte jetzt hier noch einen Wasserträger nutzen. Das Problem ist, die Attraktivität hier ist natürlich nicht sehr hoch. Halt. Wo ist die Attraktivität? Hier war ich richtig. Ja, das ist jetzt nicht mehr so das tolle Gebiet für Wohnhäuser hier unten. Aber ich baue trotzdem hier nochmal ein paar Stück dazu. Und hier auch. Schauen uns nochmal den Rest an. Hier, genau, da wird sich der neue Wasserträger, glaube ich, drum kümmern können. Thema Unterhaltung. In dem einen Haus hier passt irgendwas nicht. Gesundheit. Können wir uns auch nicht beschweren. Die Götter, wie gesagt, hier oben kommen die Götter irgendwie nicht hin. Vielleicht brauche ich da noch irgendwas zum Thema der Götter. Und ich sag mal so, Steuern werden scheinbar hier auch überall erhoben. Also... Das ist kein Problem. Malaria. Der ganze Rest scheint im Griff zu sein. Wie gesagt, ein Architektenbüro wäre noch ganz gut.
Bauen wir mal noch ein Architektenbüro. Dienstleistungen. Eine Architektenstube. Machen wir das mal so. Und ich würde sagen, das ist jetzt erstmal der erste Teil dieser Mission. Wie ihr seht, müssen wir uns noch um den Handel kümmern. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das wird auf jeden Fall schon mal eine zweiteilige Mission werden. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da für dieses schöne Strategiespiel. Mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich finde es auch sehr schön und gelungen. Grafik ist super für den heutigen Stand. Dafür, dass es ein altes Spiel ist. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Und schreibt mir in die Kommentare, was kann ich noch besser machen? Es gibt doch bestimmt viele Pharao-Experten da draußen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns um den Handel für unsere neue ägyptische Hauptstadt kümmern. Macht's gut, bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.